Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls irgendwas mit dieser Aufnahme ja nicht hinhauen sollte. OBS hatte mal wieder ein Update und immer, wenn dieses Programm Updates hat, haut dann auch irgendwas nicht hin. In der Regel hört man meine Stimme nicht, weil aus irgendeinem Grund mein Mikro deaktiviert wird. Schwierige Sache. Mal sehen, was es diesmal ist. So. Es ist mitten in der Nacht. Ich habe versehentlich einen Schuss abgegeben, aber es scheint niemanden interessiert zu haben. Ergo, niemand ist der Nähe. So, das bedeutet, ich habe ja jetzt hier die Holzfäller-Mod drauf, ne? Oder Holzsplitter-Mod, wie auch immer. Mehr Schaden gegen Holz. Ja, deswegen sollte die Axt ja jetzt eigentlich einiges besser sein beim Bäume fällen. Irgendwas war doch gerade hier. Ich hätte irgend so ein komisches Hintergrundgeräusch. Egal. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich auf diese Axt drauf lassen sollte oder nicht einfach lieber meine kleine Standard-Steinaxt damit ausrüste, weil die kostet nicht so viel Ausdauer. So. Immer das Gefühl, hier ist irgendein Hintergrundgeräusch, was dann wieder verschwindet. Komisch, nicht wahr? Und es tut mir ja auch wirklich leid für die YouTube-Zuschauer. Ich habe mir jetzt mal beim Zusammenschnippeln der letzten Folge so angeguckt. Nachts, wenn ich hier Bäume fälle, man sieht eigentlich nichts. Man sieht nur, wie viel Gesundheit dieser Baum noch hat. Dem ist leider so. Wenn ich mir irgendwann mal so eine Taschenlampenmod von Helm habe, dann werde ich hier natürlich mit Taschenlampe rumlaufen, aber die habe ich leider noch nicht. Dementsprechend müssen wir jetzt erstmal hier mit leben. Ihr hört das doch auch. Es ist immer mal so ein Hintergrundgeräusch, was anfängt und dann einfach wieder aufhört. So, Rahmen formen. Wir stellen wieder 100 her, würde ich sagen. Ach. Neuer Tag, neue Aufnahme, die gleichen Fehler. Die gleichen Fehler. So. Ich muss mich immer mal ein bisschen umhören. Den Beton mache ich noch nichts oben drauf. Erstmal die restlichen ein bisschen verbessern. Zack. So, hier, da. Sehr schön. Puff. Sehr gut. Wir kommen voran. Rahmenformen noch so
4? Ja, 3 noch, ne? So. Gut, wo ist mein Hämmerchen? Was? Kein Holz mehr? Oh, ist aber ungünstig. Das ist aber... Weißt du was? Falsche Taste. Es ist eine schöne Axt, aber... Ich glaube, mit meiner kleinen hier komme ich da besser zurecht. Wenn ich die mit dem Ding ausstatte. Wo ist denn hier der Stamm? Nee. Ach, in diesen Bäumen siehst du nicht den Stamm. Zumindest nicht in der Dunkelheit, was soll's. Es wird ja langsam wieder Tag. Jetzt mach hier mal die Fackel an, bitte. Ich muss den Stamm suchen. Es ist so dunkel, dass nicht mal ich was sehe. So. Jetzt da hinten, da ist der rote Himmel. Da weiß ich. Da wird es langsam Tag. Ja, ist gut. Du bist durstig und hungrig. Ich hab's verstanden. Warte mal, was haben wir denn noch zu essen dabei? So, und das hier gleich noch hinterher. Weil der ist ja super hungrig. Wissen Sie ja, wenn der Junge super hungrig ist, dann kann man nichts mit ihm anfangen. So. Bam, bam, bam. Schön. Im Laternenlicht. Da bewegt es ein bisschen Licht. So. Wieder den Stamm suchen. Da ist der Stamm. So. Sehr gut. Gehe ich mal noch nach Hause, mache noch ein bisschen Verbesserung an den Ding, bis es Tag ist und dann mache ich mich wieder auf die Reise. Ich komme ja nicht hoch, ne? Skandalös. Zombies schaffen das. So, zack. Ah, sehr schön. Nun gut, es geht voran. Irgendwie geht's voran. So. Gehen wir zu den Kisten hin. Tun das damit rein. Jetzt ist die Überlegung, was lege ich denn noch ab? Ich habe noch nicht genügend Inventar-Slots, ob ich nicht sage, weißt du was, ich lege das hier lieber ab. Ich lege die Axt ab. Die brauche ich nicht wirklich. Den Speer, den bräuchte ich hier... Irgendwie. Die olle Keule. Ganz ehrlich, ich habe Schusswaffen dabei. Verändern. Die trennen wir von dem Ding. Legen die hier rein. Und machen es so. Ich den repariere, verändere und die Modifikation dort reinlege. So, für den Fall der Fälle. Für den Fall der Fälle, dass da was sein sollte. So. Passt schon irgendwie. Hatte ich hier oben noch Fleisch drinne? Ja.
Nehmen wir natürlich mit. Das hier legen wir da mal rein. Das brauche ich unterwegs nicht. So. Gut, langsam mauern wir uns ein. Was ich halt noch bräuchte, ist besseres Fahrzeug. Wegen dem Kofferraum. Ich muss jetzt immer nach Hause. Ich muss immer nach Hause, sobald mein Inventar voll ist. Dann brauche ich ein größeres Inventar. Es ist noch eine ganze Menge zu erledigen. Ich erfülle ja jetzt vor allem die Aufträge von dem Mädel, weil die einen gut bezahlt. Und weil man bei den Aufträgen in der Regel was Gutes findet. Weil Häuser einfach so plündern, ist so eine Sache. Bisher die besten Dinge habe ich gefunden, wenn ich für die Aufträge erfüllt habe. Und mit besseren Aufträgen kommen natürlich auch bessere Waffen und sowas zusammen. Deswegen werde ich mich sehr auf sie konzentrieren. So. Brumm, brumm. So, hier mal lang gefahren. Aber wenn ich schon mal auf dem Weg zu ihr bin, könnte ich hier auch bei diesem Baumarkt nochmal vorbeischnackeln. Wegen Beton und sowas. Zombie, ist egal. Ich bin auf dem Fahrrad unterwegs. Weiß gar nicht, ob es irgendwie gab, was schnell genug war. Ich bin schon wieder hungrig. Der hat vorhin 2 Stück Fleisch gefressen. Was hast du für eine Verdauung, Junge? Was hast du für eine Verdauung? Es ist unglaublich. Weg mit dir. Was? Daneben geschlagen? Ist ja widerlich. So, schöne Rolle, Junge. Weg mit dir. Ja, geil. Muss ich schon wieder was essen. Du bist immer hungrig, den ganzen Tag. Ich leide Hunger. So. Was nehmen wir mit? So. Plündern euer Lager hier. Oder was? Egal. So. Zack. Oh, dich falsch erwischt. Schön, dass du in der Luft schwebst. Ja, gibt gute Erfahrung. So. Ich kann das alles gut gebrauchen. So. Oh. Oh. Hä? Auf dem Dach oder was? So. Okay, okay, okay. 2 von der Sorte. Krieg mal hin. So, weg mit dir. Der Marktmitarbeiter wird auch weggeschnetzelt. So.
Kann ich mich weiter hier drauf konzentrieren? Und schon wieder hungrig, meine Güte. Such dir mal ein Hobby, Junge, außer hungrig sein. Ich lass dich jetzt weiter schuften, ist mir egal. Kann ja nicht sein. Ich weiß, es ist schwere Arbeit irgendwie. Ah ja, hier kommt diese Steine raus, sehr schön. So. Alles für die Mauerverbesserung zu Hause. So. Ja, Goldhut und so brauche ich eigentlich nicht. Die wächst überall. So. Ja, es ist wirklich, es ist eine gute Quelle. Ich kann mich von noch damals erinnern, wie häufig ich da diesen Markt hier abgefarmt habe, nur wegen den Beton. Damals habe ich es aber nicht so gemacht, dass ich einfach von Holz abgegradet habe. Ich habe Stahlstreben, glaube ich, gebaut und dann dort den Beton reingegossen. Ich musste der dann immer trocknen, das weiß ich noch. Ach ja. So. Alles für zu Hause. Es dauert. Wieder kann man alles upgraden, da geht das alles viel schneller. Aber das dauert auch noch. So. Seht ihr das da draußen? Es regnet. Es ist mal wieder düster tagsüber. Ey, dieses Spiel, ich frage mich, die Entwickler, arbeiten die mit den Entwicklern von Ranch Simulator zusammen? Ist das ein Team, das irgendwie ein Teil der Welt lebt, wo es den ganzen Tag regnet? Das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass es immer nur stürmt und schneit und hast du nicht gesehen. Vor allem ist es stockend duster jetzt hier drinnen. Weil da draußen mal wieder Regenwetter sein muss. Muss doch echt nicht sein. Ernsthaft. Spielentwickler, ernsthaft. Ist das der Sinn, den wir da haben sollen? Ich meine, ja, es ist eine depressive Zeit hier, weil die Zombies herrschen, hast nicht gesehen. Aber ernsthaft, muss es den ganzen Tag scheiß Wetter sein? Und wenn nicht scheiß Wetter ist, dann ist Nacht? Also echt. Nein, zählt mir nicht. So, hier lang mal lang gecruised. Was ist das Gebäude, zu dem ich soll? Ziemlich in deiner Nähe? Ja, also, boah, es ist wahrscheinlich wieder hier vorne in der Siedlung, wie auch schon die anderen Aufträge. Aber es ist nicht nochmal das Gebäude vom letzten Mal, oder? Was ist hier mit der Garage? Nee. Sehr schön. War ein bisschen nervig. So, danke für dein Fleisch. So. Genau deswegen. Danke für dein Fleisch. Der Junge ist dauerhaft hungrig. Er hat einen Verdauungstrakt, der aus 15 cm Darm besteht. So wie es oben reingeht, geht es unten wieder raus. Deswegen ist der dauernd hungrig. Kennt er das nicht auch schon, das Gebäude? Wo komme ich denn hier rein? Meine, das mit der Mauer gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat was? Säubern.
So, wir fangen mal hier oben an. Was gibt es hier zu säubern? Bisschen Wasser. Kerze. Hey, wieso komme ich... Aus irgendeinem Grund kann ich mich manchmal nicht rückwärts bewegen. Der ist wie eine Mauer im Weg, obwohl er hinter mir frei ist. Ich könnte mich jetzt nicht nach hinten zurückziehen. Manchmal ist das Spiel merkwürdig. Sehr schön, die Steine. Auch die hier nehme ich mit. Alles für zu Hause. Die gute Steine. Die sehen so widerlich aus. Früher sahen die noch nicht so widerlich aus. Jetzt diese total verbrutzelten Viecher. Ich weiß nicht. So. Nehme ich natürlich auch mit. Ist ein Questhaus. Also, ich kann es ja alles mitnehmen. Wenn die Quest jemals wieder auf dieses Haus fällt, ist das alles wieder da. Warte mal. So, zack. Ich dachte, da wäre jemand hinter mir. Da. Hier ist eine Couch einfach mal oben drauf gestapelt. Eine Couch. Wer hätte es gedacht? Ah, Nahrung, sehr schön. Wow. Sowas nicht. Verkohlten Scheiß könnt ihr behalten. So, kann ich die hier? Nee, da brauche ich auch so ein. Ach. Herrlichst. Ich brauche diese Dinger. Brauche dringend mal so einen roten Kasten. So, warte mal. Verbesserung, was machen wir? Eigentlich müsste ich bei Quest darauf gehen, weil ich ja dir ihre Questaufträge gebe. Da gab es doch was für besseres Verhandeln, Schlitzohr. Das heißt, mit dem vollen Preis, du steckst mit dem Geschäft mit Händen aus und an und aus. Klar, genau, waren toll. Jeden Tag ein Hass resonieren, heißt also sich Auswahlmöglichkeit, Questbelohnung, 5-mal der Duke. Ja, siehst du, das hier ist zum Beispiel Räuber. Warum habe ich so viele verfügbare Punkte? Okay. Nutzen wir aus, weil wir mit der Lieben ja in Zukunft ein bisschen handeln wollen. Warum habe ich so viele Punkte? Wenn ich jetzt Level 10 geworden bin und ab jetzt gibt's, ich glaube, das Reaper-Symbol, wenn ich mich irre. Jetzt gibt's, glaube ich, das Reaper-Symbol. Wenn ich sterbe. Hat das Folgen? Kommt her. Na, Pippi. Das ist eine ganz hübsche. Extra das kleine Schwarze für mich angezogen. Ist sie nicht süß? Den roten Fleck, aber wo ist er? So, weg ist er. Hier scheint mir Licht entgegen. Die ist weg. So, jemand ist im Keller. Der Punkt zeigt mir, im Keller ist noch jemand.
komme ich von innen auch irgendwie in den Keller? Muss mal die Fackel anmachen, es ist super düster hier drinnen. Wer hat so ein Ding hier auf dem Klo stehen? So ein Lampending. Ja, also bricht der Boden unter meinen Füßen. Bin ein bisschen schwerer, Junge. Ich geb's zu. Ach, weißt du was? So, wo bist du? Ih, was seid ihr denn für welche? Ihr seid ganz besondere Jungs hier. Ja. So, wo sind die anderen? Kann ja nicht wahr sein. Hier unten gibt es guten Loot, aber... Ja, nicht auf irgendeinen Bären treffen oder irgend so ein Scheiß. Oh, das war das Scheißhaus. Sorry. Da wollte ich nun wirklich nicht rein. Die werden sich schon ihren Weg zu mir bahnen. Klingt auch so, als wären sie sehr nah. Ich sehe sie nicht. So. Sehr schön. Munition. Hat mich gefreut. Was ist das für ein Buch? Du kannst... Melasse fährt. Ja, extra starker Kaffee. Oh, das kenne ich noch von früher. Der war super teuer, aber hatte auch sehr gute Effekte. So. Während die sich da oben noch streiten, mache ich hier unten schon mal die Kisten auf. Weil das sind die guten Shotgun-Shell-Kisten. Obwohl die hier gerade so lala war, ganz ehrlich. Wow. Ich möchte jetzt nicht über den Inhalt der Kisten mich beschweren, aber... Es gab schon bessere. Es gab schon viel bessere Kisten. Weiß gar nicht, wo wer da oben jetzt Krach macht. Hier unten dürfte keiner mehr sein. Komme ich aber auch nicht so richtig wieder raus. Ach, guck mal, wer da kommt. Da kommen sie ja. Freunde aus der Nachbarschaft. Du hältst ganz schön was aus, Junge. Und siehe, sie haben den Kopf verloren, ne? Gut. Irgendwo ist noch einer. Irgendwo ist noch einer. Ich nehme jetzt einfach die Kellertür. Ach, von der Kellertür, alles klar. Wir kommen uns entgegen, sehr schön. Machen wir den Kühlschrank kaputt. Okay, esse das hier. Mache das hier kaputt. Oh. Sollte das hier reparieren und das hier auch. So, danke fürs Öffnen der Tür. Sehr freundlich von Ihnen. Bin neu in der Nachbarschaft. Gibt es hier was zu erleben? Gibt es hier Nachbarn, von denen ich mich fernhalten sollte? Rede ich Ihnen zu viel? So. Gut. Zack. Da geht's zur Händlerin.
Ja. Einfach mal durch das verbrannte Holz hindurch. War das gerade der Grillstein, ein Lagerfeuer? Egal. Egal. So, ach, schön hell hier. So gefällt das. Wisst ihr was? Ich muss schon wieder nach Hause. Bin überpackt. Aber ich möchte erstmal noch von meinen Verbesserungen profitieren, weil die müssten mir jetzt mehr geben. If you get, don't spend it all in one place. But So, if you was haben do, wir hier? make sure it's Reduzieren wir here. den Schaden an Wölfen, wäre nicht schlecht. Gegen Beine verlangsamen Gegner. Aber 100 Munition ist auch nicht übel. Ich sollte eigentlich die Munition nehmen. Ja, ich nehme die Munition. So, hast du irgendwelche Aufgaben? Möglichst nicht so weit weg. I Abholung. think I've got it. This is dangerous work, but I believe you can handle it. So, ich habe 800. Hast du was, was mich interessiert? Baseballschläger, la la la. Jagdgewehr, Schockstab. Alles nicht so meins. Alles nicht so, nein. Eisenhandschuhe, sau teuer, nein. So, was sind die glücklichen Sammler? Was haben wir denn da? Kostet viel zu viel. Kostet viel zu viel. Das war nochmal die gezinkt. Was gebe ich da? Zehnmal gewinne ich eigentlich auf einem blutigen Wund zu verursachen. Ja, You should stock ich up on finde sie medical eher. supplies. There's a zombie apocalypse out there. Ach, sag bloß, Schätzchen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe mich schon gewundert, warum die Nachbarn plötzlich so bissig sind. So. Paar noch nach Hause. Muchten das alles ein bisschen ein. Meine, ich mache jetzt mehr Kohle. Ich habe mehr Auswahlmöglichkeiten, was manchmal gar nicht so schlecht ist, weil du kriegst, vor allem bei den späteren Quests, die Auswahl zwischen sehr, sehr guten Gegenständen. Dann kannst du auch wirklich entscheiden. Wenn du immer nur einen bekommst, dann musst du nehmen, was du bekommst. Und wenn das ein Buch ist, was du schon hast, dann ja, war es nicht so toll. Was mich halt noch so ein bisschen anpiept, ist, dass ich noch keinen roten Kasten gefunden habe und auch keinen bei ihr kaufen konnte. Ich weiß, dass die nicht so häufig sind. Das weiß ich noch von früher. Ich hatte wirklich teilweise meine Trouble, die zu bekommen. Aber sie sind findbar. So. Du kannst halt nichts machen, keinen Sand mehr buddeln, weil ich müsste jedes Mal eine neue Schippe herstellen, ne? Das sehe ich eigentlich nicht ein. Meine, eine Steinschippe kann ich glaube so reparieren, aber die ist ja ineffizienter als meine Eisenschippe. Schaufel, Entschuldigung, Schaufel. So, ich suche hier gerade links und rechts. Nicht wundern, dass ich so ein bisschen still teilweise bin. Ich suche nach Tieren. Es ist doch zum Mäusemelken. Also wirklich, diese Wetterverhältnisse, das ist doch furchtbar, oder? Ohne Flachs. Ich fahre hier nach Hause und habe schlecht Wetterfront. Und das jeden Tag. In den letzten 3 Tagen hat es dauernd geschifft. Ich habe es verstanden, Spiel. Ich habe es wirklich verstanden. Hi. Darf ich mal vorbei? So, meine selbst gepflanzten Bäume wachsen dort. Mir ein, kann ich das gleich verbauen? Jo, kann ich. Mache ich auch. Sollte man eigentlich nachts machen, ich weiß.
Aber es gibt so gute XP. Auch gebraucht. Sehr schön. So. Zack, das dahin. Wenn ich Betonmischer hätte, wäre das natürlich vorteilhaft. So, den Ollenbogen. Ich habe schon zwei davon. Was haben wir hier? Zement. Damit rein. Das kann ich mal essen. Olle Ding. So. Eins nur. Naja, gut. Eins muss reichen. Eins muss einfach reichen. Ich habe jetzt erstmal wieder Munition. Das ist schon mal schick. Den da mit rein. Gut, für die Folge soll es gewesen sein. Nächste Folge geht's weiter im Regenwetter. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Auf Wiederschauen. Reingehauen. Tschüss.